Pflaster meinen Weg. Doch ich muss da jetzt wohl durch, denn es ist schon viel zu spät. In meiner Tasche befindet sich die Revolution. 650 Megabyte geballte Soundinformation. 5 Sterne Flasche neuesten Datums. Heutzutage heiße Ware jenseits jeder Erwartung. Und niemand wartet, denn es ist das Jahr 2009. In einer Welt aus vernetzten Wahnsinn in virtuellen Räumen. Die Menschheit ist verloren in Maschinenrealitäten. Hypnotisiert durch Cyber, Telepathen und Kineten, die das System vertreten durch direkten Brain Input. An der Chinch-Klinke, Buchse im Nacken, das macht dein Brain kaputt. Kortikaler Weichspieler für die Hirne der Leute. Digitales Opium für die Meute macht ein kontrollierbares Heute. Doch nicht mit mir, so darf es nicht enden. An diesen Tagen muss ich endlich das Blatt wieder wenden. Erzählen. Ich weiß, wie es ist, und sie wissen, dass ich das weiß. Und wenn ich's keinem erzähle, liefert keiner den Beweis, dass es ist, wie ich sehe. Nachdem ich die Realität verdrehe, dann tut mir jede Rede weh, denn keiner weiß, wie ich über wie viel Macht sie verfügen. Sie besitzen die größten Lügen, die sie schützen. Sie belohnen alle die, die ihn nützen. Aber sie haben keine Namen, keinem Computer gibt es Daten, die verraten, woher sie kommen oder wie viele es sind. Nein, man findet sie in jeder Schicht und auch in allen Etagen. Vielleicht bist du mit einem Verwandt, vertraust einem von ihm blind. Ich kenne ihre Maschen, weiß auch, wie sie denken, wie sie andere benutzen und niemandem etwas schenken. Skrupellos und konsequent kommen sie überall hin. Wo sie dann auch jemanden kennen, schon sind sie drin. In allen Kreisen zu jedem anders, sie kennen keine Standards. Wenn es Tarnung der Anlass und keiner weiß dann das. Verwirren, ihr werdet verstehen, ihr könnt die Zeichen sehen. Hier ist nur eins, wenn sie dich zum Beispiel überwachen, hörst du im Handy deine eigene Stimme. Da gibt's noch andere Sachen, wie das Ding mit dem Fernseher, das sie manipulieren. Wodurch sie in dich eindringen und die Sachen implizieren, die dich denken lassen, dass du bist, was gar nicht ist. Bis du nicht mehr weißt, was wirklich, wirklich ist. Und das ist der Punkt, wo sie dich übernehmen. Ja, dich und dein Leben, denn sie ziehen ihre Fäden. Begegnen dir im Dunkeln oder am Tag in großen Menschenmassen. Egal wie du was siehst, es sind sie, die dich das denken lassen. So wie ich dem jungen Mann hier, dass er uns besiegen kann. Ja, richtig, ich bin sie, wir kommen an jeden ran. Werbung sind Botschaften, verschlüsselte Informationen. Über Medien sind wir unbesiegbar, kontrollieren die Nation. Tasche muss ins Master-System und von dort in die Hirne, damit die Leute wieder sehen und hören, um sie dann mit unseren Styles zu burnen. Doch zuvor muss ich den Systemsignal verstören. Doch das gestaltet sich alles andere als einfach, denn aufgrund deiner Warnung wurden die Wachen verdreifacht. Ich brauch was, was mir den Weg freischafft. Kein Zurück mehr, hab's zu weit geschafft in dieser Scheißnacht. Eine Idee muss her, und zwar schnell und richtig. Das ist angesichts der Detektionsstrahlen ziemlich wichtig. Die Lösung, ich kopple meinen Hologramm-Emulator mit den Daten aus Dr. Hossa, denn das ist hardcore. Als Projektion kranker Charaktere, um die Wachen abzulenken, um mich in der Zwischenzeit den Lüftungskanal abzusenken. Noch 20 Meter vorbei an Reinigungsmaschinen gelang ich endlich hinter die feindlichen Verteidigungslinien. Im Zentrum des Systems, so kurz vorm Ziel, erscheint mir plötzlich alles einfach, wie in einem Spiel. Ich hab dann 64er vor den Hauptcomputer geschnallt, denn bei allen Großen kommt immer Hochmut vor dem Fall. Und so verkauft David Goliath, dann fährt das Trojan, so dass der Virus im System sprießt wie Sprossen von Soja. Dann plötzlich mischt eine komplette Stunde Highscore-Eintrag und mir wird klar, dass ich zu keiner Zeit die Welt befreit hab. Die Parabahne zieht weiter. Die Parabahne zieht weiter.